Infos vom Händler sind verschiedene Fahrzeuge, die du beim Tuner ausstatten kannst. In jeder Region gibt's einen Tuner mit speziellen Ausstattungsstapeln. Der Nico ist doch noch wach. Damit passt du deinen Wagen den verschiedenen Geländetypen an. Was, wer ist da? Du bist noch wach. Kannst du Fahrzeugteile kaufen, die automatisch eingebaut werden. Durch neue mechanische Teile kannst du die Fahrzeugstufe steigern. War es gerade so lange ruhig, weißt du? Dann habe ich den Blubbern. Ja, ich war gerade ein bisschen so in Gedanken. Straßensammlung, Straßenkit wählen. Straßenstarterkit Stufe 1, Stufe 10. Aber ich kann hier gar nichts machen, ja, Stufe 1 natürlich. Möchtest du Starterkit wählen? Ja. Ihr seid ja Helden. Wenn ich nur eins zur Auswahl hab. Oh, mein Auto wird zusammengebaut. Transformers. Warum hast du Baum in den Chat geschrieben? Ich wollte mal gucken, ob das noch funktioniert. Ich war mir nicht sicher, weil mein Chat auf einmal neu geladen wurde. So. Tune deinen Wagen. Performance oder visuell? Ja, wird er wieder auseinandergebaut. Auspuff, Steuergerät, Einspritzanlage. Motorkern. Was gibt's doch denn zu kaufen? Du musst auch den halben Wagen auseinandernehmen, nur um einen Teil einzubauen. Das Lustige ist, ich kann gar nichts kaufen. Ich habe ja noch nichts. Also kann ich bestimmt nur auf visuell gehen. Bestimmt noch nicht freigeschaltet. Tune deinen Wagen. Visuell. Farbe. Aha! Farbe. Hier, geiles Blau. Kaufen. Aufkleber. Na, wo ist sie? Deutschlandfahne. Gibt's nicht oder was? USA. Ja, nee, ist klar. Weg damit, will ich nicht. Innenausstattung. Stoßdämpfer, vorderer Stoßdämpfer. Boah, da wird sogar auseinandergebaut jetzt. Geiler Scheiß. Boah, wie fett. Bin ich froh, dass man in der Kamera nur mein Gesicht sieht. Hinten. So das Gleiche. Ach nee, die Auspuffe sehen anders aus. Machst du denn jetzt? Hier. Tunst du noch oder wann? Ich tune noch ein bisschen, ja. Ich muss ja schick aussehen, hör mal. Gibt's da nichts. Ich will auch noch tunen. Ja, yeah, da kann ich mir echt was kaufen. Nee, da sieht das andere besser aus, so. Felgen. Spiegel gibt's nix. Hinterer Flügel. Yeah! Direkt kaufen. Motorhaube. Jawohl. Das ist ein Auto. Möchtest du Fahrzeugtuner verlassen? Okay. Warte mal denn auf, wo du zuhörst. Knight Rider. Sieht das Ding echt aus. Boah, Wahnsinn. Jetzt würde ich gerne meine Kamera schwenken irgendwie. Komm zu dem Ort, den ich dir jetzt schicke. Ich will sehen, wie du klarkommst. Hui.
Mein erstes Teil, kaufe ein Fahrzeugteil. Ich habe vor die Errungenschaften gegeben. Oh, ich habe wirklich vor die Errungenschaften jetzt gerade. So, wie kann ich eine Karte herbeirufen? Nein. Ah. Okay. Erzähl mal, wo bist du? Ich stehe vor der Türe. Am Straßenrand. Warte, ich komm zu dir wieder. Du heißt aber nicht Gabriel, ne? Wie bitte? Du heißt aber nicht Gabriel, oder? Oder Adam? Nein. Bin da gleich bei dir. Ja, der Adam ist gleich bei mir. Ja, der kommt hier rausgeprescht. Da kommt Gabriel. Seh dich nicht, Noah sehe ich. Matthew. Nein, nicht auf mein Auto. Ah, du Arsch. Könnt ihr irgendwie... Wenn ich jetzt nach oben oder nach unten die Pfeiltasten drücken. Warte, geht sofort los. Ja, wenn ich bleib muss da unten. Ja, auf F geht eigentlich, soll eigentlich. Freddy, drück mal F bitte. F oder S? S. Geht nicht. Ja, vielleicht weil er den Controller angeschlossen hat. Ich kann so ein Startmenü rufen. Hier. Crew-Aufstellung ist noch abgeschlossen. Aber du bist schon draußen, ja? Ja, ja. Ich muss jetzt irgendwo hinfahren. Ich bin jetzt genau da, wo du auf der Minimap sein solltest. Nicht auf der Minimap, auf der Map. Warte mal. Fahrtest. Wegpunkt. Also ich. Mach mal die Karte auf. Hab ich. Ist da irgendwo jemand, der Vincent heißt? Seid ihr in Ubisoft Freunde? Ja. Vincent, du bist total weit unten. Hä? Du bist bei mir genau. Dann stehst du woanders wahrscheinlich. Du bist bei der Satellitenschüssel. Nein. Warte, ich mach jetzt erstmal den Fahrtest. Vielleicht liegt's ja daran. Ja, Luis. Ja. Jetzt rammen die mich. Habt ihr Langeweile oder was? Spielt mal lieber mit euren Quietschentchen. Das wird nicht klappen. Es reicht, ich komme. Ich fahr mal schnell zu Zoe. Stufe 2, ich kann noch nichts machen. Fahrtest. Schnellkoop. Einzel. Ach, Einzel geht. So. Fahrtest, dann machen wir das. Ja, ihr seid noch kein Koop, ihr habt noch keine Gruppe aufgemacht. Wie macht man die Gruppe auf? Geht ja noch nicht. Ja, also, ich weiß nicht, wie die Tastenbelegung ist, das ist das Problem. So, da muss irgendwo ein Menü geben, denn sozusagen. Ja, dann kommt dann unten so ein, mehr oder weniger wie so Karten, die ihr durchswitchen könnt, wo ihr dann eure Freunde habt. Du kennst den Deal. Okay. Hier das Kleingedruckte. Und dann könnt ihr den halt in eine Crew einladen. Bei mir ist das Crew-Symbol noch abgeschlossen, das ist das Problem. Hier interessieren korrupte Bullen und Mörder sonst nichts. Na, du bist jetzt mit Zoe in der Crew. Wir verpassen Schiff lebenslänglich. Ja, vielleicht müssen wir auch erst den Zoe-Rennen machen. Ja, das kann sein. Mach ich gerade. Ich glaube, du musst die auch gewinnen, ne? Schauen wir mal. Du bist geil auf Weil noch Probe. Bist du hinter der, bei mir zumindest. Aber wofür brauchst du mich?
Coburns Schwäche sind die Five Tens. Ja. Er hat die halbe FBI in der Tasche. Ja, ja. Käme ich ihm mit regulären Ermittlungen, wüsste er sofort. Aber wenn ich einen Insider auf Schiff ansetze, schnappen wir uns beide. Du hast das Können und ein Motiv, das durchzuziehen. Ich habe ein HQ eingerichtet. Wir brauchen einen sicheren Ort, von dem aus dich deine Crew unterstützen kann. Meine Crew? Deine Crew. Aha. Ein V-Mann ist nur so gut wie das Team. Crew-Mission. Ja, du musst die machen. Ja, hat so gerade gesagt. Ich kratze am Lack. Scheiße. Du fährst ja auch wie. Weiß ich nicht. Das sieht aus. Gewonnen. Boah, ich hab grad mal Bronze erreicht. Mit dem Grünstreifen. Bist du durch? Ich bin durch, ja. Ausstatten. Fahrtestergebnis, bla bla, 7000 Punkte. Fortfahren. Okay, nach dir. Da rein. Jetzt kann man bestimmt doch erst Crew machen. Ich bin im Hauptquartier, ja. Ja, ich jetzt auch. Ich fahre gerade die Tiefgarage runter. So oder so. Das ist erstmal unser Zuhause. Cool. Hier, die Betthöhle. Ich habe alles Wichtige zusammengetragen. Der 510 Motor Club. Was als illegaler Street Racing Club begann, hat sich in 5 Jahren zu einem weit verzweigten Bandenkartell entwickelt. Mit Chaptern in jedem Staat. Fehlerware geht nach Südwesten und Schmuggelware nach Nordosten. Kurz, alles, was in ein Auto passt, schmuggeln die Five Tens. Die beiden Ziele? FBI Special Agent Bill Coburn. Wir wissen, dass er korrupt ist, aber der Beweis fehlt. Und Dennis Jefferson, alias Schiff. Zusammen haben sie die Five Tens umgekrempelt. Coburn bietet Informationen und Schutz vor dem Gesetz. Schiff erledigt die Drecksarbeit. Die Five Tens tätowieren sich ihren Rang. Schiff ist der König. V8. Dein Job? Können wir das nicht alle überspringen und machen leichte Tattoos hier? Finde den Beweis gegen Coburn und wir packen Schiff gleich mit ein. Einer der Chapter-Bosse muss für dich bürgen, damit du dein erstes Tattoo bekommst. Verschaff dir das wäre langweilig. Strecken, mach Karriere und hör erst nein, auf, wenn du bei Schiff wir wissen ja, dass ich gut bin. Du kannst hier deine Vorteile und die Upgrades für deine Wagen und Fertigkeiten verwalten. Je besser du wirst, desto mehr Vorteile stehen bereit. Das ist eine Sammlungstafel. Du findest sie bei jedem Händler und Tuner. Mit der Tafel kannst du Wagen und Ausstattungen verkaufen. Weltweit gefällt mir. Darüber hast du auch schnellen Zugang zu allen Händlern und Tunern weltweit. In der Werkstatt des HQ kannst du die beim Tuner gekauften oder durch Missionen gewonnenen Fahrzeugteile einbauen. Verbaue immer die besten Teile. Nur so steigerst du die Stufe und Leistung deines Wagens. Du kannst dein Schätzchen auch lackieren oder mit Aufklebern und anderem aufhübschen. Das hab ich doch alles schon gemacht. Kann man auch durch Unfälle verursachte Schäden beseitigen. Da muss ich das Auto doch selber reparieren. So Mist. Gut. Okay, ich bin jetzt, fahr jetzt raus aus dem Hauptquartier. Ich auch. Du brauchst einen lokalen Boss als Bürgen, wenn du reinkommst. Labe die schon wieder? Detroit wird von einem gewissen Troy kontrolliert. Hol ihn ins Boot, schmeichel dich ein und verdiene das 510-Tattoo. Jetzt fahr ich rechts an den Straßenrand. Jetzt bin ich bei Amerika. Wenn du schnell aufsteigen willst, musst du dich mit anderen 510s zusammentun. Okay, Alex.
Bereit? Los geht's. Holen wir dein Tattoo. Die erste Mission meine ist auf Crew. Der Karte. Muss eine Einladung gekriegt haben. Hey, auf Y annehmen. Ja, natürlich annehmen. Nee, abgelehnt. Ah, scheiße, nochmal. Ich habe abgelehnt. War ein Scherz. Das war ein Scherz. Gut, ey, jetzt sind wir eine Kuh. So, wo bist du? Wir kriegen jetzt da unten ein Chatfenster weg. Achso, ich stand mitten in dir drinne. Ach, hier stehen alle möglichen Leute in mir drinne. Ach du Scheiße. Gibt's hier eigentlich auch Ingame-Voice? Dass euch das nicht auffällt, dass da irgendwelche Leute in euch drin stehen. Irgendwann ist es nicht mehr schmerzhaft. Also, ich will hier rumwackeln. Wo bist du? Ich sehe dich auch, aber du wirst mir nicht mehr angezeigt. 17 Meter, 20 Meter. Du wirst mir angezeigt, aber du bist im Boden drin bei mir. Richtig. Fahren wir einfach mal ein Stück. Ich weiß von einem Straßenrennen heute Abend. Five Tens. Du musst einen V2 beeindrucken, damit er dein Erster ist. Fahren wir einfach mal zum Wegpunkt kommen. Detroit ist mein altes Revier. Oh, da, oh. Wo war das ein Leck? Vincent im Boden. Wie es halt aussieht. Du siehst nur so diesen Pfeil, der die Position. Boah, da fragt mich gerade in den Bus gesprochen. Sache, der war total der Leck. Bleib mal stehen, ich komm mal kurz zu mir. Warte mal bitte kurz. Ja, ich drück doch die ganze Zeit schon Bremse. Boah, das ist ewig. Ah, jetzt. Cool, ich kann Lichthupe machen, wie geil ist das denn? Ja, nee, weißt du, das ist mein Wagen am Arsch. Wer repariert man den jetzt? Das kostet Kohle. Jetzt häng ich fest. Ich häng fest. Komm, mach hin, ich werd verfolgt. Ich hänge fest. Ich werd verfolgt von dem Bullen. So, wie kann ich denn hier? Wo gibt's eine Taste zum Zurücktritt? Schön, wie du auch festhängst. Kommst du raus jetzt? Wir fahren total im Arsch. Wer ist im Arsch? Kommt der nächste Spasti, der mich rammt. Boah. Mein Wagen ist total im Eimer. Dann wollen wir ins Hauptquartier fahren, oder? Nö, jetzt bringt's auch nichts mehr, jetzt werde ich verfolgt. Bisschen Bullen im Risch, wa? Ja, klar. Ne, du nicht. Ja, ich hab's ja für dich gerammt, dass du entkommen konntest. Wieso lädst du das ab? Ja, ich würde ja gerne mit dir eine Mission machen, aber... Gib doch mal Nitro! Ja. Komm gleich zu dir, ja. Resistor. Was ist jetzt? Oh.
So, wo bist du jetzt? Bin am Wegpunkt. Naja, ich sehe dich ja schon. Straßenrennen heute Abend. Five Tens. Du musst einen V2 beeindrucken, damit er dein erstes Tattoo sponsert. Moment, Detroit ist mein altes Revier. Irgendwer wird mich erkennen. Es ist 5 Jahre her, Alex. Als Schiff V8 wurde, hat er die ganze Crew deines Bruders ausgebotet. Keiner kennt dich. Und wenn dich jemand im Polizeicomputer sucht, findet er meinen gefälschten Eintrag. Wollen wir es hoffen. Die Mission beginnt gleich. Beginnt gleich. Wenn du zurück in die Spur benutzt, verlierst du Punkte. Hä? Okay. Was soll ich machen? Yeah! Yeah! Willkommen in Detroit, auf Straßenrennen. Es ist noch keine Zeit zum Pennen. Okay, was ist das für ein Auto? Sehen wir uns jetzt hier? Bitte. Bestimmt. Kein Posen, du musst als Erster im Ziel sein. Wie machen wir das jetzt, wenn wir zu zweit fahren? Wer ist denn dein Erster? Wird ein Kopf an Kopf rennen, würde ich sagen. Oh, voll die Lecks! Das sind voll die Lecks hier! Da bist du schön in mir gespawnt, ja. Echt mal. Geile Kacke, aber hey. Vorne, bleib da! Wohoho. Die Polizei misst sich ein. Ich bin ein Helikopter, ich werde dich verfolgen. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ui! Go, 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 go! Wow! Na, ah, das kann ja nichts werden, ey. Das ist es, der letzte Checkpoint. Egal, Hauptsache Erster, egal wie der Wagen aussieht. Was ist los mit euch? Warum? Boah, mein armes Auto, nein! Guck dir mal mein Auto an, das ist noch völlig ganz. Wie schnell fährt mein Auto? Fährt so schnell. Ich hab halt ziemlich auf Nitro, also hier Dingens gedrückt. Oben ja nicht. Ach, hör auf. Der hat mich rausgeschmissen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, diese verdammten Bugs. Was ein Scherz, echt. Ermittle Online-Spieler. Boah, das dauert jetzt Ewigkeiten. Aber was ist mit dem Serverrack gewesen? Oder bist du noch drauf? Was sagst du? Bist du noch drauf auf dem Server? Weil irgendwie... Ja. Bist du auch wieder da? Herausforderung offline? Ich will keinen. Warte mal, ich komme mal zu dir gefahren. Zurück?
mein Fadenbuch verlassen. Okay, Alex. Bereit? Los geht's. Holen wir dein Tattoo. Die erste Mission ist auf der Karte. Das ist ein Witz. Ich muss das jetzt nochmal machen. Nee, war? Egal, ich mach's mal schnell einzeln. Ich weiß von einem Straßenrennen heute Abend. Five Tens. Du musst einen V2 beeindrucken, damit er dein erstes Tattoo sponsert. Moment, Detroit ist mein altes Revier. Irgendwer wird mich erkennen. Es ist 5 Jahre her, Alex. Als Schiff V8 wurde, hat er die ganze Crew deines Bruders ausgebotet. Keiner kennt dich. Und wenn dich jemand im Polizeicomputer sucht, findet er meinen Na gefälschten komm, Eintrag. Mach hinne. Wollen wir's hoffen. Bla bla bla. Kann ich das auch überspringen? Nee, kann ich nicht. Doch, jetzt. Werde Erster oder die ganze Operation ist gelaufen. Jawohl, Automarsch. Schon wieder? Gott, einen voll weggerammt. Du bist vorne, bleib da. Oh, ich habe mein altes Blatt gefahren. Go. Gut, ich bleib jetzt hier stehen irgendwo und warte auf dich, ja? Okay. Kann ich nochmal aufs Klo gehen, mit ein paar Zigaretten machen? Kommst du denn zu mir gefahren, du siehst mir auf der Karte stehen. Okay, bin da. Bin da? Nein, war ein Scherz. Bitte nicht. Nein! Das ist ein Witz! Was machst du denn da? Gewinn einfach! Nein, das darf nicht wahr sein! Das ist doch nicht wahr. Mission fehlgeschlagen. Ja, neu, komm. Nur weil ich mich da festgesetzt habe, ey. Kann doch nicht wahr sein. Einzelspieler, zack. Die Einführung, die bräuchte ich nochmal, komm. Werde Erster oder die ganze Operation ist gelaufen. Hui! Du bist vorne, bleib da! Dein Freund und Helfer! Cool, die sagt doch nicht mal dasselbe, wenn die Bruderei kommt. Sehr geil. Fehlgeschlagen, weil mich irgendein Bug wieder festgesetzt hatte. Die Straßenlaterne ging nicht kaputt und auf einmal löste sie sich, ging dann doch kaputt und naja. Paddy, nur weil du kein Auto fahren kannst, heißt das nicht, dass das Spiel verbannt ist. Ja, genau. So. Welches Spielchen? Na! Immer diese beschissene Ecke.
auf der Zielgeraden. Und jetzt aber komm. Jetzt Abkackspiel, ne? Mission erfüllt, geht doch. Auto am Arsch, Mission erfüllt, egal wie. Rückkehren zum freien Fahren. Coole Geschichte. Kenn ich dich? Solltest du. Ich bin Troy. Ich bin hier der V2. Du willst ein 510-Tattoo? Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Vielleicht melde ich mich. Alex, du bist jetzt auf Troys Radar. Dein Schlüssel zu den 510s. Check die Karte auf Missionen und folge jedem Hinweis und mach dir einen Namen. Fahre. Bring dich rein in die Organisation. Ich weiß, wie das geht, Zoe. Du kannst fahren, deshalb ja, easy peasy. Aber das hier ist ja, komm. Jeder geknüpfte Kontakt. Nee, ich kann doch nicht, wenn die Geschichte läuft. Hör zu, ich will dir was sagen. Ich habe hier eine Lieferung für einen Spezialkunden. Spezialkunde? Spielst du so. Richter oder was? Was in der Art? Liefere Troys Wagen ab. Ist die Frage, heile oder nicht heile? Sei vorsichtig damit. Eine Schramme in den Wagen und ich mach dich fertig. Okay. Hallo, antwortet? Hallo, okay, ich sag's dir nur einmal. Boah, geht der ab! Was geht ab? Geht der Wagen ab? Er ist für Asphalt. Kannst ihn ruhig treten, aber machst du ihn kaputt? Das ist Ärger. Fährt mir genau ein Moor! Was ein Typ, er fährt mir genau vor die Linse. Fahr die Karre nicht zu Schrott. Zum Typ. Das Problem ist, ihr kriegt Geld ab, beziehungsweise Punktabzug, wenn ihr da Schaden reinmacht, ne? Okay. In die Karre. Cool. Und noch mehr Punktabzug. Pass auf, wo du hinfährst, verdammt. Das soll ja ein Geschenk sein. Hat er mir auch gerade gesagt. Zeig dir das Auto aus. Und für wen ist der Wagen? Wir haben hier ständig hohen 510 besucht. Ich plane ein oder zwei kleine Willkommensgeschenke. Spielt das Getriebe. Was ist mit dem V8? Kommt ihr auch mal? Noch nicht. Aber wenn ich mein V4 hab, vielleicht. Ich möchte auch so ein Geschenk bekommen. Ich auch auf jeden Fall. Das Ding geht gut ab, ey. Komm, Mann, was brauchst du so lange? Ja, wie, was brauch ich denn so lange?